wenngleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. So, das ist der rote Schlamm. Der macht bestimmt schnell. Ja, der macht schnell. Hier ist noch ein Schalter. Hier. Ah. Okay, du musst jetzt hinterher einfach. Das ist auch wieder. Du musst, wir müssen wieder timen. Das war zu früh. Was muss man machen? Hier. Einer muss den Würfel abfangen. Oha. Und wie viel Zeitverzögerung ist das? Du musst mir sagen, wann du drückst. Ich würde sagen, wenn die Klappe aufgeht, sind das glaube ich 2 Sekunden oder so. Drück mal. Ausfällt. Nee, ich muss sogar früher los. Sobald die Klappe aufgeht, muss ich los. Was du da? Da kommt jetzt immer eine Mutter raus, ey. So. Achso, du hast schon gedrückt. Du musst mir doch sagen, wann du drückst. Warte. 3, 2, 1, jetzt. Jawohl. Ist ja kurz am Countdown. Nein! Nein, was tust du? Er hat's überlebt. Was hast du getan? Gib mir das Teil her, aber sofort. Los, reiß für ihn. Ja. Fix. Und tschüss. Da kommst du eh nicht raus. Ohne mich. Hui. Gott, wie groß dieses Teil eigentlich sein muss. Oh, hier sind wir. Naja, das ist voll die fette Bunkeranlage, ey. Du musst ja, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich der ganze Erdball ausgehöhlt und dann einmal das ganze Teil rein. Ja, irgendwie so. Oh nö. Oh nee. Nett. Geh auf der anderen Seite auch noch weiter. Aha. Müssen wir das etwa overtime? Ich mache erstmal einen entspannten Gang nach unten, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Unten hier ist eine schräge Wand. Da kommt roter Modder raus. Na, ich glaube, wir müssen hier dran. Ich glaube, wir müssen das Modderzeug darüber schießen. Ich glaube, wir müssen den Modder auch da in den Dingern reinschießen, weil wir da bestimmt langlaufen müssen, oder? Ich glaube, du musst hier die Portale machen. Also eins. Ne, ich muss erstmal hier auch noch eins machen, weil ich muss hier, glaube ich, alle Dinge hier vollmodern. Und das Problem ist, die blocken und blockieren das halt. Ja. Ist auch das Fiese. Ah, zu langsam. Ah, wir sind aber auf dem Boden, hier ist Wasser unten. Geht's hier nicht mehr. Wir sind ganz tief. Wir sind ganz tief, Also hier ist einfach nur. Was ist das denn? Ziemlich voll gemoddert, ey. Hm.
Nein, ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft. Und warum hier Beschleunigungsstreifen sind. Ja. Aber hier muss noch Modder hin. Das ist schon eine ziemlich genaue Vorstellung. Komm mal her. Ja. Setz mal ein Portal dahin und das andere erstmal dahin. Und du musst dann nachher mal das Gelbe dann dahin machen. Okay. Schon wieder, ja, das ist wieder so ein Timing-Sache und vor allem auch wenn die Dinger da oben sind. Ja, okay. Wie kann ich das alles in einem Blick behalten? Das sieht doch gar nicht. Du bist einfach mal aus. Ich würde sagen, jetzt du hast das Falsche genommen. Ja, was hast du genommen? Da ich in diese Richtung laufe, musst du doch dann hinter mir das Rote nehmen, oder nicht? Ja, ich glaube, ja, mach einfach. Ich laufe nochmal los. Was von hinten war, und sehe ich die Dinger nicht. Hoffnung. Boah. Das ist knapp, ey. Tja, so, aber das ist nicht das Problem. Ich bin schon mal oben, das ist gut. Problem. Warte mal. Du musst auf meine Seite. Ich kann auf diese Seite hier nicht schießen. Problem ist aber, wir müssen. Wo ich dich dann rauslasse, ist ja egal. Ist doch ja. So. Laufen Sie bitte in geradeaus Richtung. Ach komm. Fast geschafft. Enttäuscht mich nicht. Du musst mich direkt losschießen, wenn das erste, wenn die erste Stachel Dings wieder hochfährt. Tut mir leid. Ja. Angesichts eures Tempos. Aber ging doch eigentlich ganz gut, ja. Allmählich. Ja. Ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann... Ei, Chronik. Das war Sinn. Aber hey, wir haben es, glaube ich, beim zweiten Besuch hinbekommen. Ja, auf jeden Fall die letzten Dinger hier, diese Parcours sind irgendwie ein bisschen leichter. Das kommt mir so vor. Ja, glaube auch.
Habt ihr schon einmal Menschen gesehen? Sie sind genau, wie man es sich vorstellt. Übelriechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Hm. Das ist noch ein Schalter. Okay, der macht da unten den Block raus. Mal kurz was gucken. Bringt das irgendwas? Ne. Das ist ja die letzte Geschütztür. Hm, da probieren wir einfach mal den da aus. Jetzt haben wir wieder mal alles vollmodern, was voll zu modern geht. Ja. Ich glaube, das war auch eher das Ziel. Jawohl. Und gleich nochmal. Ja. Ach, uns geht's gut und dir? Direkt nochmal, genau. Alles voll bombardieren. So, ich glaube, das ist gut. Mhm. Da oben ist auch noch so ein. Irgendwas zum Modern auf. Wow, das war gerade knapp. Hilft uns das irgendwas? Auch so, dass es wieder reinfliegt. Jetzt fliegt er hier rum, ey. Das ist ganz normal. Okay, also hilft uns das nichts. Sieht ein bisschen aus wie eine Lavalampe. Das ist die Modern-Lavalampe. Ups. Nein. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll war. Ich glaube, das ist eher zum. Ist das für zum Hoch, zum Rüberkatapultieren wieder? Da unten sind nämlich auch wieder richtig tief die Dinger. Ja, aber wie soll ich die vollmodern? Oha. Hm. Könnte man aber auf jeden Fall wobei, schon mal rüber. Könnte klappen, warte. Ich habe eine Idee. Wie immer. Was endet man hier? Blablabla. Ach Blablabla. Gott, ich muss da in den Portal reinspringen und dann wohin? Hm? Wohin denn? Ich glaube, es ist wieder eine Timing-Sache. Hier unten der Dings, ich glaube, der muss durch ein Portal fallen. Ich muss dann wieder wahrscheinlich aus dem Luft wieder schnappen sein. Tja, keine Ahnung. Was passiert, wenn man den Knopf gedrückt? Aha. Hä? Macht da gar keinen Sinn? Naja, macht halt einen. Ja, aber wie willst du da hinkommen? Ja, der Block muss halt zu uns kommen, zumindest in die Mitte. Ja, aber wie? Darum geht's doch gerade. Teste gerade was. Nein! Wo bist du denn? Ich bin direkt wieder ins Portal reingefallen. Wenn ihr die Tests nicht besteht, befreien wir die Menschen nie. Das war schon richtig, also ich glaube, der muss irgendwie. Warte mal, der Cube, der muss irgendwie. Warte mal, wenn du den Cube haben willst. Warte mal. Den Cube kriegen wir doch einfacher. So. Drück den Knopf. Der Problem ist halt, der Kyp muss halt da rüber, ne? Oder ihr müsst ihr hier hin. So, drück nochmal Knopf. So. Toll. Ja. Gott, das drückt halt den Knopf. So, hier. Dein Kyp. Ja. Das ist so schlau. Wir müssen wieder Spalte mit erwischen. Warum? Du kannst doch mit dem Dings da reinhüpfen, oder nicht? Mit dem Cube in den Strahl. Mal gucken. Nein, da ist doch ein Schutzfeld vor. Ich. Wo ist dein? Du gerade gestorben? Nein, ich lebe. Komisch. Guck mal, wo ich bin. Ich bin hin. Ach da.
Wo ist der Cube? Sehr ungünstig, sehr ungünstig. Der hat sich aufgelöst wegen dem Schutzschild. Welchen Schutzschild überhaupt? Der ist direkt dazwischen hier, zwischen dem Ding. Ach da, jetzt sehe ich es auch. Das muss irgendwie anders. Geht aber nicht wieder raus, ey. Lass mich raus. Ja, das kannst du zu mir. Ups, falscher Knopf. ja, bloß wie kriege ich es? Ich glaube, du musst den Cube hier durch katapultieren. Man muss den wirklich im Flug halt fangen. Aber frag mich dann nicht, wie weit das, wie es dann weitergeht. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Oh. Ich glaube, sie hat jetzt heraus, ne? Ja. Aber wie geht's dann weiter? Man klatscht ja direkt dann vor die Wand. Dem Ding. Du wirst dann mal volle Kanne aufschlagen hinten an der Wand und dann war's das für dich. Ja. Also kann das ja nicht die Lösung sein. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja gesagt, ich muss gegen 11 eine kurze Pause einlegen. Ungefähr ja. 10 Minuten, Viertelstunde. Weil eben, ich meine Frau, ich muss mit Haare färben. Ich mute bei mir einfach das Mikro. Sollte das lustig sein? Und stehe dann einfach jetzt mal hier so kurz rum. Tut mir leid, aber geht gerade nicht anders. Wir haben das so vereinbart. Von daher, bis gleich. Alles klar, bis gleich.